heute wollte ich euch die neuesten Bügelfalten E10 der Firma Hobby Train zeigen, die vor Weihnachten noch letzten Jahres angekündigt wurden. Ja, jetzt sind sie ausgeliefert worden. Ich hatte ursprünglich noch eine Kasten E10er bestellt, die wurden auch neu aufgelegt. Und die musste ich leider stornieren, weil die Auslieferungsvariante entsprach nicht der Variante, die angekündigt war. Aber die beiden Bügelfalten E10er sehen auf jeden Fall sehr vielversprechend aus. Ich stehe hier in der Innenstadt von Bischkek in Kirgisistan an der Haupteinkaufsstraße Kiewskaja. Und dort befindet sich ein Gebäude des kirgisischen Verteidigungsministeriums. Und davor ist ausgestellt hier diese MiG-21 aus sowjetischen Zeiten. Wünsche ich euch viel Spaß mit den Bügelfalten E10ern und was ich noch so reinbekommen habe oder euch noch zeigen wollte. Bis dann, tschüss. Ja, worum geht's heute? Heute geht es um Bügelfalten. Haha, ich weiß, ich konnte es mir nicht verkneifen, diesen blöden Witz. Anlass ist, sind natürlich die neuen Bügelfalten, die Hobby Train im Dezember 2020 angekündigt hat und die jetzt, glaube ich, im Januar, Februar 2021 geliefert wurden. Ich habe mir noch eine 112 bestellt und zwar endlich mal eine vernünftige mit dem neuen Klattelüfterband, so wie man sie sich seit Jahren schon gewünscht hat. Und die berühmte 110-300, die eine bewegte Geschichte hinter sich hatte, weil sie ja in den 60er Jahren mit Schnellfahrdrehgestellen zu Versuchszwecken und zur Erprobung von bestimmten Bauteilen für die damals revolutionäre E03 so umgerüstet wurde. Ja, also, und was ich jetzt rausgefunden habe damit, seht ihr gleich. So, und hier stehen sie, meine Bügelfalten, die normalen E10 Bügelfalten ohne die 112er. Die Hobby Train 112er, die gleichzeitig rausgekommen ist, zeige ich euch natürlich heute auch, weil es geht ja eigentlich um die beiden Bügelfalten-Neuheiten von Hobby Train. So Leute, es geht zwar heute um die Bügelfalten, aber ich zeige euch der Vollständigkeit halber auch meine beiden Kasten-E10er, die ich besitze. Ja, hier fangen wir mal mit dem Urahn aller E10er an, der E10-001, also der ersten E10er überhaupt. Teil der 5 Vorserienmaschinen, mit denen verschiedene Antriebskonzepte erprobt wurden. Und dieses Modell hat rausgebracht Lilliput vor circa 6 Jahren, 2015 schätze ich mal. Und denen gebührt großer Respekt dafür, weil das ist ja wirklich eine der hässlichsten E-Loks der Welt, muss man sagen. Aber so hässlich, dass es schon wieder interessant ist. Und guckt euch mal die Frontpartie an, also da ist ja gar kein Design drin. Und ich habe sie mir deshalb gerne gekauft. Die Lok hat eine Schnittstelle, glaube ich, eine 651er. Habe selbst einen Decoder eingesetzt, sonst hat sie nichts. Sie fährt ganz ordentlich, aber löst bei mir auf den Doppelkreuzungsweichen Kurzschlüsse aus. So, das war die. Und das nächste E10 Kastenmodell, der Vollständigkeit halber, ist jetzt hier diese E10, diese Kasten-E10 von Fleischmann. Ein Modell, das auch vor circa 6 Jahren rauskam, zusammen mit dem Rheinblitz-Schnellzugwagen-Set, das ich auch habe. Das ist jetzt also eine ganz normale Kasten-E10-Serie. Hat Sound. Und wenn ich sie gleich mal losfahren lasse, achtet bitte mal schön auf den Sound. Zu Vergleichszwecken mit dem, was ich nämlich euch heute eigentlich zeigen will. Und der Sound ist meines Erachtens klasse. Ich finde den Sound richtig toll. So, und das ist nochmal eine Bügelfalte aus dem Jahr 2006, 2007 von Hobby Train hergestellt, aber damals vertrieben von dem großen Technikmarkt, der mit C anfängt und mit Onrad aufhört.
Ja, waren auch ganz ordentlich gelungen in der Form. Ein bisschen zu hochbeinig natürlich. Und beim Lüfterband haben sie die hellen und die dunklen Flächen vertauscht. Aber sonst war das Modell okay. Ja, und so war damals die Technik von Konrad, von den Konrad-Maschinen, Hobby Train. Zweigeteilter Rahmen, Lötschnittstelle. Glaube ich, meine erste Lötarbeit damals, richtig spannend für mich. Naja, also wenn ich jetzt an Lötarbeiten denke, die ich jetzt neulich durchgeführt habe mit einem Modell von Pico, davon später mal mehr, war das wirklich eine ziemlich einfache und klare Geschichte. Ein Modell von Hobby Train von circa 2010, schätze ich mal. Es zeigt eine umgebaute Bügelfalte mit glatte Fenstern in der Mitte. Auch hier seht man an, die Stromabnehmer schwarz, ja, die Farbe rot hat man sich gespart aus Kostengründen. Mir ist jedenfalls nicht bekannt, dass die DB-Loks schwarze Stromabnehmer hatten. Jedenfalls nicht im Regelanstrich. Also, das ist sie. Fahreigenschaften, ja, eben Hobbytrain-mäßig, ein bisschen rau, ne? Also, so, um euch mal zu zeigen, das ist also jetzt Hobbytrain 2010 und Hobbytrain 2021, die E10er-Form. Ihr seht, was Hobby Train schon vor längerer Zeit gemacht hat. Die Loks liegen sehr viel tiefer jetzt im Gleis, also sind nicht mehr so hochbeinig wie diese hier von früher. Ja, was war das für ein Geschrei? Yells and screams and jumping up and down. 5 Fäden allein auf 1:160 mit dieser mit enttäuschten Modellbahnern. Wie wurden sie genannt? Die Büroklammerstromabnehmer. Die schwenkbare Pufferbohle hier vorne, ja, und überhaupt der alte Fleischmann Dreipoler. Es wurde geschimpft, was das Zeug hält. Gut, ich habe meine dann nochmal richtig verhunzt, indem ich versucht habe, diese Blech-Ätzschilder drauf zu kriegen. Ich weiß nicht, was ich damals für einen Tag hatte. Keinen guten, weil es ist total misslungen. Ich habe die Lok total verhunzt dadurch. Ach, aber wisst ihr was? Ich mag sie trotzdem. Also, ich fand sie trotzdem toll, die Fleischmann-Bügelfalten. Ich halte sie in Ehren. Aber meine Bitte, hört euch mal den Sound an. Merkt euch gut den Sound. Diese Bügelfalte von Minitrix aus dem Jahre 2017 kennt ihr schon, mit glatte Fenster in der Mitte, kein durchgehendes Lüfterband mehr. Ja, Minitrix 110er begeistern jetzt die Modellbahner nicht so sehr. Ich fand dieses Modell aber nicht schlecht, habe ich damals schon gesagt. Ich habe es euch zusammen mit meinem Mullier vorgestellt. Ich finde sie nicht schlecht. Achtet vor allen Dingen dann mal auf den Sound im Vergleich zum Fleischmann Sound und zum neuen Hobbytrain Sound. So, und jetzt mal zum Sound von dieser Minitrix, den kennt ihr aber schon. Also der Sound ist nicht überragend, muss ich sagen, hier von der Minitrix. Also den Sound, nee, finde ich nicht gut. Aber den kennt ihr, wie gesagt, schon, habe ich euch mit dem Molière schon gezeigt. Aber Fleischmann wirklich viel besser. Ja, hier stehen sie nebeneinander. Und zwar die links die Minitrix aus 2017 und die neue Hobbytrain Bügelfalte aus ja, von diesem Jahr ausgeliefert, 2021. Jetzt, und jetzt seht ihr ganz deutlich, der Farbton des Ozeanblaus ist bei Hobbytrain einfach viel zu dunkel, meines Erachtens. Das kann durchaus der Original-RAL-Farbton sein, aber auf einem kleinen Modell wirkt er natürlich viel zu dunkel. Man kann diese Originalfarbtöne nie auf den Modellen direkt anwenden. Hinten durch seht ihr noch den BPMZ von Roco aus dem Königssee und da habt ihr auch nochmal einen Vergleich, ja, zu dem Ozeanblau. So, und jetzt hier die neue Hobbytrain-Bügelfalte. Und jetzt machen wir mal den Sound an. Ach so, ja, der Sound, das habe ich gerade vergessen.
Ich habe wie gewohnt auf F1 gedrückt, da tut sich gar nichts. Der Sound bei den neuen Hobbytrain-Bügelfalten ist auf F8. Ungewöhnlich. Wie kann man den Modellbahner verwirren? Gucken, was er sonst noch so hat hier. Ja, schöne Pfeifen. Rangierpfiff. Der Schaffner. Lüfter nochmal. Okay, also ich will euch damit nicht langweilen. So, das ist ein kleiner Kavalierstart. Oh, da sehe ich gerade eine schiefe Lampe am BW. Sorry. Der Sound ist nicht schlecht, finde ich. Ist okay. Hinten dran hängen die Minitrix D796. Konstanz, was weiß ich wohin, irgendwohin. Ich hab's vergessen, Leute. Ja, gar nicht so übel, muss ich sagen. Vielleicht der Fleischmann-Sound von der Falte ein bisschen besser. Kann man so lassen. Und die zweite Neuheit war eben dann die, also Falten-Neuheit, Bügelfalten-Neuheit war eben diese 112-266 von Hobbytrain zusammen mit der Ozeanblau Beischen rausgekommen. Und ich habe jetzt hier mal hinten dran gehängt. Ich fand, das passte ganz gut. Das sind die ehemaligen Roco BPMZ, also die sozusagen Großraum Eurofima Wagen. Dieses Set heißt Königssee und es kam raus, ich glaube 2014, habe ich es jedenfalls gekauft in Hannover. Besonders daran ist jetzt hier der Kinderland. Der ist wirklich sehr schön. Ansonsten die Roco-Wagen, die ehemaligen oder jetzt Fleischmann. Ja, die sind gut geworden. Ganz so ein bisschen die Fenster gefallen mir nicht so ganz. Aber das ist Geschmackssache. Ja, und unsere Lok hier wurde gebaut 1962. Ebenfalls bei Kraus Maffei in München-Allach. Sie war dann stationiert, zunächst erstmal in Heidelberg, danach in Dortmund, dann in Frankfurt, dann in Hamburg-Eidelstedt und dann schließlich in München. Sie wurde 1965 umgemalt von der kobaltblau-beigen Version auf eine, also hier auf TE-Farben. In den 70er Jahren wurden dann die Klattelüfter, so wie sie da sind, installiert. Eine Frontgriffstange hatte diese Serie nie, habe ich aber auch schon mal beim 112er Beitrag gesagt. Ja, Regenrinne entfernt, keine Regenrinne. Und hier steht das Prachtstück. Nochmal der Sound. Am besten dazu passen würde natürlich der Rheingold von 1983, aber den habe ich euch schon so oft gezeigt, deswegen habe ich jetzt den Königssee, FD Königssee hier hinten dran gehängt.
mit den Rocco-Wagen, den ehemaligen. Neu rausgebracht von Fleischmann, wie gesagt, 2014. Ja, dann wollen wir mal losfahren mit der. Mal gucken, wie sie sich macht. Die Langsamfahreigenschaften sind ganz ordentlich. Also ruckelfreier als bei der 110-300, also der Schwester, die gleichzeitig rausgekommen ist. Kann man so lassen. Ja, hier unser Prachtstück vom Januar 2021. Und daneben über 10 Jahre zuvor, auch von Hobbytrain, Konrad. Und man sieht auch sehr schön hier die Schnellfahrdrehgestelle. Sehr gut getroffene Modelle. Das macht Freude. Ja, und das nochmal zum Vergleich, die Minitrix-Karikatur nenne ich sie mal, aus dem Jahre 2006. Das soll die gleiche Bauserie sein, vom Vorbild her, wie unsere neue Hobbytrain. Da sieht man schon hier bei Minitrix, bei den Frontfenstern, das ist irgendwie nicht gelungen. Ja, und hier mit dem FD Königssee hinten am Haken, habe ich euch eigentlich schon mal gesagt, die Produktfarben hier, das finde ich die gelungenste deutsche Bemalungsvariante überhaupt. Das fand ich die beste. Ozean Blau-Beige, da musste man sich halt damals dran gewöhnen. Das hat man verflucht zunächst. Ja, die Langsamfahreigenschaften gehen so. Ein bisschen ruckelig, muss ich sagen, obwohl ich sie gut eingefahren habe. Ja, der Motor, da könnte eventuell ein bisschen Öl ran, meines Erachtens. Ja, und das Besondere hier bei unserer 110-300-1, sie wurde 1963 in München, München-Allach bei Krauss-Maffei gebaut und sie hielt dann 1964 meines Erachtens spezielle Schnellfahrdrehgestelle, um auch bestimmte Komponenten für die neue E03 zu testen. Ja, und sie wurde dann getestet auf der Versuchsstrecke zwischen Forchheim und Bamberg, wo sie die Höchstgeschwindigkeit von 200 erreichte. Die Versuchsschnellfahrdrehgestelle soll sie angeblich bis 1971 behalten haben und sie wurde ausgemustert dann 2011 oder 2010 hatte sie ihren letzten Einsatz, meines Erachtens beim BW Trier damals. Sie ist jetzt eine Museumslok. Wunderbar, diese Hobbytrain-Modelle. Wirklich schön. Sehr gut getroffen. Und hier die 110-300. So, hier sind sie nochmal zusammen, unsere beiden neuen Bügelfalten. Ja, farblich sieht man es wieder. Hinten die schönen niedrigen Arnold BM-Wagen. Ja, liebe Leute, was ist das Fazit? Diese beiden Hobbytrain-Bügelfalten sind meines Erachtens absolute Spitze. Hobbytrain hatte ja bereits 2014 seine Bügelfalten ein bisschen tiefer gelegt. Also ich hab ja gesehen, wie die ursprünglich 2006, 2007 aussahen, etwas hochbeinig.
Und jetzt haben sie halt rausgebracht, noch mit Geräusch dabei und noch wirklich zwei wirklich interessante Vorbilder, nämlich die 112 mit durchgehendem Glattelüfterband und ohne Regenrinne und die 110-300, die mal als Versuchslok unterwegs war. Bei letzterer gibt es den einzigen großen Minuspunkt, da gefällt mir das Ozeanblau-Beige nicht. Genauer gesagt, das Ozeanblau ist nicht gut getroffen. Ja, das Ozeanblau ist nicht gut getroffen. Das ist mir zu wenig, wie ich vorhin schon gesagt habe, zu wenig Ozeanik. Ja, also es ist einfach zu blau. Gut, aber ansonsten total happy mit diesen Hobbytrain-Modellen. Weiter so, Hobbytrain. Alles Gute. Ja, liebe Freunde, und mit den Bildern hier von unserer MiG 21 in der Innenstadt von Bischkek möchte ich mich auch für heute verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen mit meinen N-Neuheiten. Demnächst mehr. Und ja, bis dahin alles Gute und tschüss.